Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Ultimate Fishing Simulator 2. Mittlerweile in der Version 09083 im Early Access. Also wir sind ziemlich weit vorangeschritten. Es gab ganz viele Updates. Und ihr erinnert euch, beim letzten Mal waren wir zuletzt angeln in Thailand. Und ich hatte euch versprochen, dass ich versuche dort ein paar Spots zu finden. Und so richtig Spots tatsächlich sind mir gar nicht so wirklich aufgefallen. Ich habe aber, ganz wichtig, oh, sieht das schön aus hier, bei Punkt 4 und 5, da habe ich tatsächlich am meisten gefangen, teilweise sogar 5 Sterne Fischchen. Ich zeige euch die gerne gleich mal bei mir zu Hause. Wir verlassen den Standort nochmal einmal kurz. In den Trophäen habe ich tatsächlich den ein oder anderen 5-Sterne-Fisch gefangen. Und dazu zählt unter anderem eben die gemeine Goldmakrele in 5 Sterne mit 35 Kilo oder 34,25. Dazu zählt auch der Schwarzspitzenriffrei. Der gibt schon 5 Sterne bei ja, 12 Kilo. Und der Schnapper, der gemeine Schnapper Lodianus Griseus. Der graue Schnapper heißt es, glaube ich, richtig. So, die drei habe ich schon gefangen, alle anderen noch nicht. Und zwar in golden. Das bedeutet im Endeffekt, da wo ich stand, war es schon nicht schlecht, aber ich habe keinen großen Tigerhai oder sonst was herausholen können. Ich bin auch rumgereist ohne Ende und ich befürchte wirklich, also ich bin mit dem Boot auch wirklich ganz weit rausgefahren, ich befürchte wirklich, wenn ich mir das mal angucke, ich bin jetzt immer noch Level 28, wenn wir ins Geschäft gehen und uns mal die Kunstköder anschauen, ich gehe mal ruhig ganz runter, dann sehen wir, ab Level 29 kann ich mir die beiden hier noch kaufen, ja. Bis Level 28 habe ich alle ausprobiert. Und danach kommen dann eben noch so welche ab Level 35. Und ich glaube, dass man mit diesen dann vielleicht eher die großen Fische fängt. Ich bin mir da aber nicht sicher. Oder eben mit diesem Minnow hier auf 37. Bis dahin muss ich aber erstmal kommen. Und ihr seht, bis Level 28, um da überhaupt hinzukommen, hat es mich schon, ich glaube, 32.000 Erfahrungspunkte gekostet. Nee, Quatsch, über 40.000. Und jetzt, um auf Level 29 zu kommen, brauche ich 51.000. Das ist gar nicht so wenig. Wenn ich meine Ausrüstung angucke, ich habe immer noch tatsächlich die Anfängerangel mehr oder minder etwas, naja, stimmt nicht so ganz, ne? Etwas hochgepowert. Die Spezi 902 MHS mit einer vernünftigen Rolle und auch einer sehr tragfähigen Schnur. Und hier kann ich tatsächlich, egal welchen Köder wählen, ich kriege auf alles einen Biss. In Thailand kann man mit allem angeln. Am meisten habe ich aber tatsächlich, und das habe ich noch ausprobiert, ich habe mir nämlich die größte Pilkrute gekauft, die es gibt. Viel zu teuer. Und auch die größte Rute, Rolle, die es gibt, auch viel zu teuer gekauft. Und tatsächlich war ich am erfolgreichsten mit dem Sakura Vayner 105. Ich zeige euch ja mal, wie und wo ich dort geangelt habe. Also, die 4 und die 5 waren meine bevorzugten Angelgebiete. Die anderen habe ich auch ausprobiert, kam nicht so viel bei raus. Ich gehe mal zur 5. Und tatsächlich ist so, da drüben ist quasi so die 4, so geradeaus rüber, dass ich, wenn ich da hingeworfen habe, in die Richtung, eigentlich am meisten gefangen habe. Man kann aber auch hier so ein kleines bisschen in die Bucht reinwerfen, auch da sind manchmal Fischis. Im Grunde aber so darüber werfen, das hat immer hingehauen. Ich nehme mal jetzt ruhig diese super schwere Angel, habe noch keinen Fisch gehabt, der die irgendwie ausreizt. Ihr seht, es hat sich auch in der Oberfläche was getan beim Auswerfen eben. Ist nicht mehr nur einfach ein weißer Balken da, sondern da wird jetzt auch irgendwas rot. Der Angel hier kann ich relativ weit auswerfen. Der Vayner wird langsam reingeholt, so mit 24 oder 22. Und ist dann in einer Höhe von 1,50 im Wasser. Und tatsächlich habe ich damit ja, jeden Fisch gefangen, außer den kleinen Feuerfisch. Der ist, glaube ich, zu klein für diesen Vayner. Und ich habe auch noch keinen großen Tigerhai damit fangen können oder anlocken können. Und ich glaube wirklich, dafür brauche ich einen anderen Köder. Ansonsten habe ich hier mit jedem Fischen rausgeholt in verschiedenen Stufen. Allerdings eben die drei, die ich euch gerade gezeigt habe, die dann auch in Gold. Die anderen eben nicht. Und ja, hier kann man dann stehen und so ein bisschen rausangeln. Das gleiche gilt auch von der 4. Von der 4 eher in die Richtung, ich gehe nochmal kurz auf die Map. Und der 4 eher in diese Richtung geworfen und auch in diese Richtung geworfen. Eigentlich in beide Richtungen. Da beißen auch ab und zu mal die 1 oder 2, 3, 4 Haie an.
Und ja, auch verschiedene andere. Also beide Plätze sind nicht schlecht. Ich war aber tatsächlich bei der 5 sogar am effektivsten, wenn ich da vorne auf dem Stein stand. Da gehen wir gleich mal hin. Aber erstmal ziehe ich hier nochmal den hinein. Ihr seht, da hinten sind ganz viele. Da kommt einer angesaust. Was ist das für einer? Ich würde sagen, ein Barsch. Und mal gucken, wie groß der ist. Die Angel biegt sich, aber die kann, glaube ich, so viel ab. Da passiert nicht so viel. Das ist so ein Zackenbarsch, ne? Ja. Und den habe ich leider noch keinen Fünfer. Aber ich glaube schon Vierer gehabt. Also man fängt hier tatsächlich fast alles. Spitzkopf, Zackenbarsch, jetzt einsternig. 15,15 Kilo. Wir setzen die immer wieder rein. Also ich habe die jetzt hier immer wieder reingesetzt. Ich habe mal aufs Geld so ein bisschen gescheatert. Das heißt jetzt nicht, dass ich kein Geld brauche, denn alleine diese Rolle, die ich hier an dieser Angel habe, kostet 18.000. Ich habe jetzt nur noch 9.000, aber gut. So, von hier aus kann ich nämlich auch wunderbar dahin werfen. Und wenn ich dahin geworfen habe, da habe ich Thunfisch gefangen vor allem. Aber auch die Fadenfische. Thunfische in einer Größe bis zu 4 ohne Probleme. Und ich glaube wirklich, dass man dann irgendwann ein höheres Level braucht, um sich vielleicht noch die anderen Köder zu holen. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, alle Köder, die ich habe, ausprobiert. Ich zeige sie euch nochmal. Ich habe den Sakura Baner ausprobiert. Ich habe den Sodium Chat ausprobiert, der 150 mm lang ist. Ich habe den Mausti probiert. Der funktioniert auch, wenn er auf dem Wasser schwimmt. Auch der Rigged funktioniert, aber nicht auf alle Fische. Die Maustis allgemein, auch die 110er funktionieren. Auch zu jeder Tageszeit. Was nicht funktioniert oder worauf ich wenig Bisse hatte, war der Makarell K14. Der funktioniert aber auch ein bisschen. Selbst der Twister funktioniert hier ganz gut in 8 cm, allerdings kriegt man dementsprechend kleine Fische. Der Minnow funktioniert, der Frog funktioniert. Eigentlich funktioniert fast alles hier. Nur keine natürlichen Köder. Also ich habe keine natürlichen Köder benutzt, sondern wirklich hier immer nur die ganze Zeit die Kunstköder benutzt. Und ja. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise einen Spot habt und mir den tatsächlich auch erläutern könnt, wo dieser Spot ist, also ich bin mit dem Boot schon bis da hinten rausgefahren, so weit, bis es nicht mehr ging, bis ans Ende der Karte, hab da mal unter Wasser geguckt, was da so für Fische sind, konnte man keine sehen, hab dann da hinten auch ein bisschen geangelt und tatsächlich weder größere noch kleinere Fische dort rausgezogen. Ich bin rechts rumgefahren, ich bin links rumgefahren und da kann man echt ewig weit fahren. Nirgendwo einen Spot gefunden, überall mal die Angel reingehalten mit verschiedenen Ködern etc. pp. So, ich habe einen an der Angel. Mal gucken, was es ist. Muss da drunter gucken. Das ist ein Schnapper. Einer von diesen grauen Schnappern. Wo ich das letzte Mal nicht wusste, wie der richtig ausgesprochen wird, weil es nur den lateinischen Namen gab. Ich habe dann extra mal gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass das ein grauer Schnapper ist. So. Und der schon wieder 5 Sterne. Also den zieht man da ohne Probleme mit 5 Sternen raus. Und der kriegt das halt schon bei 16 Kilo knapp. Gehen wir auch wieder frei. So, wenn ich ein bisschen weiter nach links werfe, dann kam da mal so der ein oder andere Thunfisch und Fadenfisch bei raus. Das heißt, ihr könnt hier von der 5 nochmal, hier die 5, hier die 4, immer in alle Richtungen werfen. Vor allen Dingen hier so reinwerfen, kreuz und quer. Und auch noch da, und auch noch da, und auch noch da. Überall fängt man hier Fische mit fast jedem Köder. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass diese Map vielleicht noch nicht zu 100% richtig kompiliert ist. Denn hier, wo ich stehe, hat man es auch, dass ab und zu mal in diesem flachen Wasser auf einmal Fische spawnen. Also hier scheint irgendwie auch ein Spawnpunkt zu sein. Oder aber da ist das Ufer noch nicht so richtig als Mauer für die Fische. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich hier schon ganz viele Fische gehabt, die dann hier rumschwammen. Ein Biss und dann erst im Meer verschwunden sind. Die konnte man aber nicht fangen. Da konnte man einen Köder vorhalten, das hat die kaum interessiert. Der scheint vielleicht ein bisschen größer zu sein. Mal gucken. Bin gespannt. Auf jeden Fall zieht er ein bisschen mehr. Das Gefühl. Mal gucken. Na, sollte ich hier vielleicht auch nochmal einen größeren Fisch rausziehen? Das wäre ja was. Also, das Größte, was ich rausgezogen habe bisher, waren die Fadenfische. Vom Gewicht her. Und ein Thunfisch, der nicht ganz so leicht war, aber das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, juhu, das ist ein super großer, vernünftiger. Der hier sieht aber als Faden, das ist ein Fadenfisch. Ja, nee. Oder? Moment, stopp. Das ist kein Fadenfisch, das ist eine Stachelmakrele.
Okay, auch die hat schon ein ordentliches Gewicht mit 31,8 Kilo, aber ist noch nicht die größte. Definitiv nicht, hat gerade mal 2 Sterne. Ist aber 755 XP. Also, ich sag mal so, Hochleveln kann man sich hier, glaube ich, auch relativ gut mit den in Anführungszeichen doch normalen Fischen. Wenn man denn hier ein bisschen Lust hat, einfach zu stehen und den einen oder anderen Fisch daraus ziehen will, mit dem Baner 105 überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr einen Spot gefunden habt, bitte, bitte sagt mir wo, bitte, bitte sagt mir auch womit. Ich habe schon bei dem einen Kollegen herausgefunden, der hat nicht einen Spot gefunden, aber der hat auch gesagt, auf 4 und auf 5 kann man diese Feuerfische fangen, weil ich dachte, hey, wo fängt man die denn? Weil das war der einzige Fisch, den ich bisher noch nicht gefangen habe. Und der hat mir den Tipp gegeben, den mit einem relativ kleinen Erlisten-Köder zu fangen. Am besten bunt. Der funktioniert also. Das heißt, der Feuerfisch auf diesem großen wird man nicht fangen. Ansonsten aber wirklich alles. Und auch kleine bis mittelgroße Haie. Tigerhaie, der größte, den ich hatte, lag irgendwie bei 18 Kilo, das war's. Ich glaube aber, dass die noch deutlich, deutlich größer werden. Und ich glaube auch, die sind nicht hier. Ich glaube, die sind weiter draußen, aber wie gesagt, ich bin überall und nirgendwo rumgefahren. Jetzt leider nicht in der allerneuesten Version, das gebe ich zu, sondern bei mir war es noch gerade mal in Richtung 09. Seht ihr? Da ist gerade ein Fisch gespawnt, da ist noch einer. Die spawnen hier bei mir. Und ich weiß auch nicht, ob das so gewollt ist. Ja, die kann ich hier, mit denen kann ich nicht wirklich viel anfangen. Die beißen auch nicht. Oder? Hat er jetzt Lust auf meinen Köder? Das wäre ja was. Echt jetzt? Das ist das erste Mal, dass das funktioniert. Aber der ist ja gerade erst gespawnt. Das ist ja noch ein Baby. Obwohl, habe ich gerade gesagt, das ist ein Baby. 4 Sterne, also bitte. Aber nur 19 Kilo. Der indische Fadenfisch. So, wir gehen nochmal einmal in die 4. Dann zeige ich das auch nochmal. Wenn man so auf die 4 geht, ich bin immer ein bisschen vorne gegangen. Ist aber im Endeffekt, glaube ich, egal. Man kann auch ein bisschen ins Wasser reingehen. Und wenn man jetzt hier so rüberschmeißt in Richtung diese Steine so, dann holt man da auch tatsächlich den einen oder anderen Tigerhai raus. Oder eben, ja, auch die anderen. Also das funktioniert genauso gut. Immer so von 5 in Richtung 4 und von 4 in Richtung 5. Das geht auch mit dem Boot, wenn man ein bisschen draußen steht. Jedes Mal ein Biss mit dem Baner, überhaupt gar kein Problem. Aber nochmal, Leute, jetzt fangen wir noch den letzten Fisch und dann höre ich, glaube ich, auf. Es tut mir leid, ich habe wirklich oft gespielt und überall und nirgendwo geguckt, wo ich was fange. Ich habe richtig viel Kohle ausgegeben. Ich hatte zwischendrin mal 50.000. Ich habe jetzt noch 9.000, ja, hier. Und habe wirklich alles ausprobiert. Einen Spot gefunden. Wenn ihr einen habt, bitte in die Kommentare. Wenn ihr einen Tipp habt, bitte in die Kommentare. Wenn ihr jemanden kennt, wo man auch nochmal reingucken kann, auch den gerne in die Kommentare hauen. Also wenn ihr noch einen anderen YouTuber habt oder so, wo es noch das ein oder andere nette Video gibt, das man sich anschauen kann, bitte auch da rein. Ich habe damit kein Problem, auch mal so ein bisschen ja, Werbung für andere zu machen, ja? So, gucken wir mal, was das ist. Wenn ich das richtig sehe, ist mir das schon so ein bisschen aufgefallen. Sieht das noch ein Thunfisch aus? Ja, das ist ein Thunfisch. Die sehen so klein aus, ne? Okay, habe ich jetzt das Problem, ich muss mal weiter ran hier. Die sehen so klein aus. Ich weiß nicht, ob da die Grafik schon stimmt, weil in Anführungszeichen klein mit 25,6 Kilo. Die werden natürlich riesig, ne? Der Gelbflossentun, der wird wirklich riesig. Und ich glaube, auch den fängt man dann doch ein bisschen eher außerhalb. Wie gesagt, ich habe leider noch keinen Spot gefunden. So, liebe Leute, wenn euch das Video aber trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein paar Spielekommentare. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, auch ein Abo und auch gerne ein paar Kommentare mit Verlinkung zu anderen YouTubern, die vielleicht besser sind hier in Thailand als ich, die man sich zusätzlich mit angucken kann. Auch ich wäre nämlich definitiv ein paar Tipps nicht abgeneigt, nachdem ich mich hier schon echt, naja, abgekämpft habe. Liebe Leute, also haut rein. Bis dahin.